Hiho und willkommen zurück, mein lieben Rollenspiel-Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce. Unserer wahrscheinlich letzten Aufnahmesession mit einem Special. Denn in dieser Aufnahmesession möchte ich euch noch den freien Modus mal kurz zeigen. Ja, der freie Modus ist ein bisschen besonders. Also erstmal brauchen wir einen neuen Charakter, deswegen erstellen wir auch mal einen weiblichen Charakter diesmal. Hatte ich mir schon einen Kopf ausgesucht, also die Köpfe von den weiblichen Charakteren sehen meistens ein bisschen seltsam aus, wie der hier zum Beispiel. Da gefällt mir der hier, auch wenn es Elfenohren hat, immer noch am besten, deswegen wird das hier Sylastra. So. Kriegt leichte Kriegskunst und kleine Klingenwaffen, also ich möchte sie auf leicht. Also kleine Klingenwaffen und leichte Rüstungen und auf Elementarmagie Eis mal trimmen. Wobei wir das im Let's Play jetzt wahrscheinlich nicht mehr erreichen werden. Elementarmagie Eis also eigentlich. Nein, aber ich bleibe bei leichter Kriegskunst. Könnte auch leichte Rüstungen nehmen, aber ich bleibe bei kleinen Klingenwaffen für den Anfang. So. Für leichte Kriegskunst brauchen wir Geschicklichkeit und Wendigkeit und für Elementarmagie Intelligenz und Weisheit. Ja, das heißt, wir pumpen mal 10 in Geschicklichkeit und 10 in Intelligenz. 5 in Wendigkeit, 5 in Weisheit. So. Damit erstellen wir unseren Charakter und landen jetzt nicht im Spiel direkt, sondern in der Lobby. Weil der freie Spielmodus ist eigentlich als Multiplayer-Modus konzipiert sozusagen. Also nicht als, ich kann doch mal rausgehen, nicht als Spieler versus Spieler, sondern als Koop-Modus. Und unser Charakter ist weg. Ja, weil wir keine Saves haben. Okay. Ist ja nicht schwer. Leichte Kriegskunst, kleine Klingenwaffen. So. Gut. Also wir nehmen den Einzelspielermodus, weil wir haben niemand anderen. Und dann landen wir hier in der Auswahl. Hier sehen wir die Liste der Maps, die wir haben. Also wenn man sich die Maps anguckt, das hier ist Lianon. Nur mal um es zu sagen, das ist die erste Map. Und hier steht halt auch immer, wie die Map heißt und welchen Levelbereich. Und was für ein Typ von Map. Also RPG ist eine Rollenspiel-Map. Levelbereich 1 bis 2 haben die Gegner und sollte man selber haben. Spielerlimit ist nur 1, weil wir sind nur eine Person. Normale Gegnerzahl lassen wir mal. Wir können auch mehr und weniger Gegner nehmen. Und ja, die nächsten beiden Maps haben Levelbereich 2 bis 4 und sind entweder Dark oder Lightside. Larkside, genau. Und wie man sieht, ist das dieselbe Map, nur dass man halt entweder mit Monumenten der dunklen oder hellen Seite spielt. Und ja, das zieht sich bis Stufe 30 runter. Erst dann haben die Maps auch noch einen Namen. Wie Dark Larak, obwohl man vielleicht schon erkennen kann, was das hier ist. Und ja, die Koop-Mega-Maps. Und die Quest und Marketplace, die zeige ich euch nachher. Also wir nehmen erstmal die allererste Map. Starten. Jetzt können wir uns aussuchen, an welche der drei Monumente wir starten wollen. Also eins ist hier, eins ist hier, eins ist hier. Also Startpunkte. Sehe ich es jetzt einfach mal. Bleiben wir bei 1. Ich sehe nämlich nicht, welches der drei das ist. Dann starten wir mal rein. Die erste Map geht zum Glück relativ schnell. Presetting Starter Set. Ja, wir sind hier oben. Können hier
gleich mal Ausrüstung einsacken. Wir starten nämlich einmal mit Berserk. Das sollten wir schon mal reinnehmen. Wir starten mit Level 1 Runen aller Völker und einer Level 1 Kriegerrune. Das heißt, den können wir gleich schon mal ausstatten. Und ja, was Baupläne angeht, haben wir so die grundlegenden Baupläne der einzelnen Völker. Ja. Das können wir schon mal ein kleines bisschen sortieren. So. Jedenfalls für die Heldenvölker mal. Dunklen Völker könnten wir theoretisch auch schon sortieren. Man sieht, bei den Dunkelelfen hat man noch gar nicht viel am Anfang. Bei den Trollen hat man recht viel. Kolbenschnitzer hier mit tauschen. Das hier mit. So. Bei den Orks geht es sogar auf die zweite Seite rüber. So. Gut. Ja. Wir haben unseren Händen ausgestattet. Wir haben die Sachen sortiert. Wir können uns jetzt auf den Weg machen, hier ein paar Waldkäfer zu töten. Wir werden angegriffen! Um mal zu gucken, wo unser Monument ist. Also wir müssen den standhalten, Punkt Männer. Hier eigentlich erreichen. Und dabei die Map am besten von allen Gegnern clearen. Da geht die Map so gesehen als abgeschlossen. Haben wir überhaupt Geld am Anfang? Nein, wir haben kein Cent und die Gegner, die droppen auch nichts an Geld. Die Linien müssen halten! Ah, unser Monument steht hier. Also sein Monument. Da, wo wir es gewohnt sind von Lianon. Und ja, hier unten gehen wir nachher noch hin. Runenkrieger, zu mir! Es gibt übrigens auch nur einen Seelenfels für uns. Nämlich unser Startseelenfels. Hier gibt es sehr viele Goblins. Wir werden angegriffen! So, da können wir mal unseren Helden rufen. Stehe verstanden! Der hat Schlachtruf, weil er zu Befehl! Krieger, kein Kämpfer. Bereit und los! Mir nach! Folgt mir! So, mit denen können wir die Gobos zerlegen. Hier, schnell! Für die Freiheit! Die Linien müssen halten! Sie sind überall! Ja.
Wir werden angegriffen! Hier, zum Angriff! So, jetzt die Hütte weg, bevor neue Goblins spawnen. Weil hier ist ein Spawner ja auch. Der Goblin hat uns auch gut. Die Goblins haben uns auch gut zugesetzt. Gut, wir haben auch nicht viele Lebenspunkte. Ja, kämpft, Männer! Die Goblins fangen sogar schon an zu respawnen. Lass sie zurück! Hier, sofort! Yay, wir haben Stufe 2 erreicht. So. Jetzt lernen wir leichte Rüstungen erstmal. Und steigern die Kriegskunst, weil dadurch dürften wir, genau, Segnung kriegen, also unsere Oh-Shit-Heilung. Auf meinen Befehl. Ja, weiße Allmacht und schwarze Essenz, Fernkampfbogen und eine Halunkenkappe. Halunkenkappe ist schon mal gut für uns. Mehr Geschicklichkeit und mehr Rüstung. Und ja, ich gebe mal wenigstens 5 Punkte in Ausdauer. So, um ein paar mehr vorwärts. Lebenspunkte zu haben. Sofort. Schnell. So, dann gehen wir erstmal hier entlang, weil hier sehen wir noch einen Seelenfels und eine Truhe. Das ist der zweite Startpunkt. Und hier ist das Monument des zweiten Startpunktes. Verstärkt die Deckung! Auf meinen Befehl! Wenn wir mal kurz hier hingehen, können wir da runter gucken wahrscheinlich. Auf mein Kommando. Nein, eher nicht, leider. Doch, können wir. Vorwärts, in die Schlacht. Hier ist nämlich ein kleines Händlerlager. Feindlicher Angriff. Goblins-Geld? Ja, Goblins. Standhalten, Männer. Sie sind überall. Bereit und los. Und hier haben die Gegner... Vorwärts, kämpft, Männer. Zwei. Auf mein Schnell. Zeichen. Für die Freiheit. Und los! In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Ja, sofort! Zum Angriff! Es ist ja schon mal gut, dass wir nicht den Startpunkt genommen haben. Und hier drüben sehen wir auch schon den dritten Startpunkt. Ja, vorwärts! Vorwärts. Und ja, jeder Startpunkt hat halt so eine Truhe mit dem Starterzeug, was er jetzt trägt. Und ich weiß nicht, solange wir keine zweite Waffe haben. 3-7, 4-7. Hat aber höhere Geschwindigkeit, ja. Hier, folgt mir. Also den Seelenfels auf mein Zeichen. Sofort. Nichts anfangen. Sofort. Und los. Wir können jetzt hier noch die Käfer töten und dann hier rüber gehen, da alles töten. Und uns dann hier oben bei den Goblins umsehen. Ich bin gerade noch am Überlegen, ich will euch auf jeden Fall noch die zweite Map zeigen. Bin ich am Überlegen, ob ich dort die Menschen oder lieber die Elfen nehmen soll. Wobei ich eher irgendwie ein bisschen zu den Elfen tendiere. Vorwärts! Hab halt noch keinen Förster oder ähnliches. Und los! In die Schlacht! Vorsicht! Gegner! Auf meinen Befehl!
Vorwärts! Folgt mir! Schnell! So, dann gehen wir zum nächsten Monument rüber. Also hier rüber. Das Monument steht dann übrigens hier oben. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, ich habe bis jetzt wirklich nur die erste Map mal gespielt gehabt, als ich hier in diesen Modus reingeguckt habe. Deswegen kenne ich die Map einigermaßen und man sieht ja auch, es ist Lianor, nur halt ohne NPCs. Die einzigen NPCs sind hier die drei Händler. Hier, sofort!